Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Airport CEO. Wir sind dabei, hier einen kleinen Korridor zu bauen am mittelgroßen Gate. Weil der letzte Flieger, da konnten die Ramp Agents nicht hinkommen. Die haben es versucht, aber die sind dann immer nur im Kreis gegangen. Und die haben den Weg nicht gefunden. Deswegen denke ich mal, wir müssen hier eine Tür hinmachen. So zentral zum Gate hier. Vermute ich jetzt einfach mal. Wir haben zwar hier eine Tür hingemacht, aber das ist, glaube ich, zu weit weg und zu weit außen. Macht zwar irgendwie keinen großen Sinn, aber das wird sich gleich zeigen. Wenn wir jetzt hier mittig eine Tür hinsetzen, dann machen wir das sicher. Oder hat hier gefehlt eine sichere Zone? Wir haben das nur als Personal gekennzeichnet. Das ist auch möglich. Also da blickt man manchmal noch nicht so richtig durch, warum der Pfad einmal gefunden wird und einmal nicht. So, jetzt haben wir ja hier Secure gemacht. Dann müsste das Symbol hier eigentlich verschwinden. Aber anscheinend noch nicht. So, dann warten wir nochmal auf die Tür. So, hier hat man gesehen, die Ramp Agents sind von hier gekommen. Warum finden sie das nicht? Aber jetzt! Jetzt ist die Fehlermeldung weg. Die Tür ist noch gar nicht eingebaut. Vielleicht war das der Fehler. Man hat hier den Bereich, wo die Tür ist, nicht als sicher markiert. Und schon wird das nicht, oder können die Mitarbeiter hier nicht langlaufen, weil die nicht aus einer gesicherten Zone in eine normale Zone übergehen können, ohne Security Exit. Und in der Tat, das gesehen gerade, der Ramp Agent, der ist hier raus, hier, da, hier. Hier ist, scheint wohl auch eine Tür zu sein, unter, hier und unter der Rampe hier. Das gibt's doch nicht. Oder hätte man hier Secure machen müssen? Oder ist das Secure? Nee, das ist doch sicherer Bereich. Das ist ja ganz merkwürdig. Aber jetzt sind die Ramp Agents da. Und wie ihr seht, bei dem größeren Flieger haben wir eins. Na, wo versteckt ihr euch? Zwei. Drei. Vier. Jetzt haben wir vier Ramp Agents hier bei dieser Größe. So, der Tanker kommt auch. So, 79 Leute gehen raus. So, Service ist schon fertig. Jetzt wird aufgetankt. Und 62 Leute wollen nachher einchecken. Und jetzt geht auch immer schneller das Benzin raus hier. Die verbrauchen noch mehr Benzin. So. Und jetzt wird es auch schon langsam voller hier. MP. Hallo? MP668 ist zu spät. So, warum? Nee, das ist SA. MP737. 668. 19 Uhr wollte er los. So, warum? Ah, der wartet noch auf Auftanken. Jawohl.
Jetzt kommt natürlich noch der große Flieger hinzu. Die anderen sechs hat er bisher eigentlich immer gut geschafft. Okay, da warten wir jetzt. Mit ein bisschen Verspätung fliegt er dann los. Der ist ja jetzt fertig mit tanken. Jetzt müsste der zu dem anderen hin. So, der fliegt auch schon wieder los. Jetzt müsste der hier hin, genau. Jo, da könnte man jetzt schon beinahe nachdenken, einen zweiten Tanker zu kaufen. Wenn die jetzt schon Probleme haben, alle zu beliefern, obwohl die Wege sind relativ kurz. Hier ist unser Depot, hier ist die Tankstelle. Und der fährt hier rum und dann ist er ja gleich hier. Also das geht eigentlich. So, Bauarbeiter wieder rausschmeißen, brauchen wir nicht. So, genau. Die Tür haben wir markiert als sicher und Personal. Hier können wir noch sagen Personal zusätzlich. Wenn es das irgendwas bringt, weiß ich nicht. Und ja, $4.400 für den. 21:30. Ja, der ist überpünktlich. Geht er los? Ansonsten sind die hier schon alle leer. Hier noch etliche Privatflieger, die über Nacht bleiben. Und ja, der startet jetzt und weg. Ja, das war der letzte Flieger für heute. So, der ist abgehakt, ist aber irgendwie noch hier. Der müsste auch gleich abgehakt werden. Und für morgen haben wir nur für den, ja, für die ersten paar Stunden haben wir Flüge. Da müssen wir also jetzt neue Aufträge annehmen. Ja, der ist abgehakt. So, dann gucken wir mal. Mal wieder. So, wenn man Medium-Aufträge mal annimmt, können wir mal reingehen. Die brauchen nur die Medium-Stände und jeweils immer zwei Check-in pro Flug. Da würden wir aber über $7.000 pro Flug bekommen. Aber da müssen wir erst ein bisschen expandieren. Da brauchen wir viel mehr Stellplätze für die mittelgroßen Flugzeuge und noch deutlich mehr Check-ins, damit wir da klarkommen. Also brauchen wir erstmal Small. Da gibt es aber auch schon einige Firmen wie Swiftly. Die wollen auch nur Medium-Flugzeuge hier herschicken. 9 Stück an der Zahl. Nee, das wollen wir nicht. So, dann gucken wir nochmal Small bei Skylink. Ja, die haben wieder eine schöne Mischung. Obwohl 4 kleine und 6 größere. Müsste eigentlich andersrum sein. Das wäre besser. Skylink wäre eine Option. Maple hat auch 4 und 6. Bei $5.000 pro Flug. Also Maple wäre nicht schlecht und Air Strada hat nur mittelgroße. CLM hat 6 und 5. Ja, den können wir doch mal annehmen. 4.900 pro Flug. Wir haben 4 Tage Zeit. Hervorragend. Dann haben wir wieder einen angenommen. So, für morgen. Das ist ein kleiner. Da können wir sagen 8:30 Uhr. Dann
8.45 Uhr. Dann haben wir noch ein Medium. Den können wir ja, 21.30 Uhr wieder machen. Medium, Small. So, 9 Uhr. Dann 9.15 Uhr. 9.30 Uhr und 9.45 Uhr. Dann haben wir die Kleinen auch schon alle gesetzt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Mittelgroße. Da könnten wir jetzt schon ein zweites Gate gebrauchen. Ein zweites Gate. Wir haben schon wieder knapp $700.000. Da ist ja schon wieder ordentlich was dazugekommen. Alter Schwede. Ja, dann würde ich mal sagen, bei so viel Geld schon wieder, kaufen wir uns den nächsten mittelgroßen Stand in Asphalt. Ja, tippitoppi. Dann brauchen wir Taxiway, Asphalt. Den verlängern wir mal ein bisschen hinten. Dann können sie die Wege. Dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir das Terminal. Ja, das machen wir mal so. Dann mache ich noch. Ich mache das ganze Stück jetzt hier mal um ein Feld breiter. Das ist ein bisschen zu eng hier. Oder. Obwohl. Ja gut, die Ausgaben sind jetzt noch nicht abgezogen. Erst zum Ende der Stunde. Also 170.000 machen wir gleich minus in der nächsten Stunde. Also haben wir eigentlich nur 500.000 auf dem Konto. Aber ich glaube, das reicht erstmal. Wir können ja immer so häppchenweise erweitern. Dann würde ich mal sagen, brauchen wir noch zwei Check-in. Noch zwei weitere. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. So, oben haben wir zwei freigelassen. Dann machen wir das hier auch. Machen wir so und so. Ja, genau. Und ja, mal wieder ein paar Arbeiter bestellen. Wir haben 300 Sachen zu bauen. Machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. So, da kommen sie. Hier, die Waren stehen schon alle bereit. Können sich gleich drauf stürzen. Ja, die Check-In haben sie schon gebaut. So schnell geht das. Dann können wir hier schon mal sagen, zwei Mitarbeiter. Dann die Warteschlange. Und dann der andere. Zwei Mitarbeiter. Warteschlange bauen. So. Ja, hier wird schon wieder eingecheckt. Ja, nächstes Mal müssen wir hier mehr Platz machen im Eingangsbereich, damit wir hier mal schön viele Sitzmöglichkeiten schaffen können, bevor wir die Check-ins bauen. Oder wir bauen nochmal auf der anderen Seite ein komplett neues Terminal. Wenn wir genügend Geld haben, wir haben ja jetzt nur noch, oder wieder, nur noch 500.000.
Wir mussten ja klein anfangen. Da kann man nicht schon riesige Flächen bauen hier. Das kostet viel zu viel Geld. Wir erweitern uns jetzt erstmal so, wie wir jetzt Platz haben. Hier hinten könnten wir noch zwei Check-in bauen. Hier natürlich auch noch. Und hier in der Ecke vielleicht. Dann machen wir hier einen zweiten Eingang oder wie auch immer. Also ein bisschen erweitern können wir uns hier noch. Und unser Personalraum für die Ramp Agents. So, einer muss stehen. Nee, das geht natürlich nicht. Dann bauen wir hier noch ein paar Sofas hin. Haben wir hier noch. Und so. Bauen wir noch mal drei Stück hin. So, WC-Bereich. Wie sieht das hier aus? Alles schön sauber, sehr gut. Und hier oben. Na gut, so ein bisschen. Aber ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir noch mal eine Reinigungskraft einstellen. Besonders wenn die nur 2,80 $ die Stunde kostet. Den stellen wir natürlich ein. Obwohl natürlich, man selbst würde natürlich nicht für so wenig arbeiten. Und ja, und ein zweiter Security-Bereich wäre jetzt auch nicht schlecht. Und in dem Moment ist hier gerade die Bank kaputt gegangen, sind alle aufgestanden. Dann hoffe ich mal, dass der Service-Mitarbeiter hier gleich hinstürzt. So einen zweiten Security-Durchgang können wir auch noch mal machen. Und dann für die Mitarbeiter vielleicht sogar auch noch einen eigenen. Ja, das wäre so das Nächste, was wir jetzt so machen können. Und ja, wir müssen hier noch ein bisschen bulldozen. Machen wir mal die Mauern weg hier, die wir nicht mehr brauchen. Ja, und schon sieht das doch viel besser aus. Was wir nicht vergessen dürfen: Security. Alles deklarieren. Sonst funktioniert das nicht. Und ja, jetzt will ich mal ausprobieren, wenn wir den hier jetzt keine Tür reinmachen, ob der nachher wieder gleich eine Fehlermeldung ausgibt. Weil jetzt rennen die. Ja, das sind die Bauarbeiter. Gut, die müssen eine normale Tür haben. Und ja, ein Boarding Desk können wir noch schnell bauen. Den machen wir so. Ja, machen wir mal so, ne? Oder einen näher ran. So. Und dann können wir hier noch ein paar Sitze hinmachen. Na, würde hier zwar so hingehen, aber dann kein Durchgang mehr. So, 1, 2, 1, 2. Ja, hier können wir so zwei Sitze hinbauen. Hier auch nochmal. Ja, dann können die Leute hier oben sitzen. Haben wir 80 Sitzplätze geschaffen für die zwei großen Gates hier. Ja, es geht weiter voran. Und jetzt sollten wir eigentlich immer mehr Geld machen. Jetzt, wenn wir schon zwei große Flugzeuge gleichzeitig abarbeiten können. Ja, machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir expandieren immer Schritt für Schritt, nicht zu schnell.
Weil sonst gehen wir hier ganz schnell pleite oder landen irgendwo im Chaos. Weil die alle Passagiere hier irgendwelche Bedürfnisse haben und dann ist die Security nachher überlastet. Man darf nicht zu schnell auf einen Schlag erweitern. Immer häppchenweise und immer alles gleichmäßig hochziehen. Ja, würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest und einen Daumen nach oben gibst. Vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.